Orangebrot fragt Pietsmiet: Wenn ihr Regisseure wärt, wen würdet ihr in eurem Film mitspielen lassen? Ich würde einen Kumpel von mir mit reinnehmen. Der hieß, Spitzname Tuba aus der Schule. Der hatte immer, finde ich, eine gute Ausstrahlung vor der Kamera. Und mit dem habe ich einige Schulfilmprojekte umgesetzt. Und den würde ich auf jeden Fall in irgendeiner kleinen Mini-Nebenrolle mit reinnehmen. Einfach nur, weil ich es cool finde. Boah. Da wäre die Frage, was für ein Budget ich habe. Und ihr müsst einen Film machen, keine Serie. So Leute wie, weiß nicht, so Christoph Waltz oder den Gyllenhaal oder Fassbender bin ich irgendwie ein Freund von. Oder Idris Elba oder ich weiß gar nicht, welche Frau ich daneben würde. Boah, schwierig. Ich glaube, Jennifer Lawrence würde ich mitspielen lassen. Das ist, glaube ich, ganz lustig mit der. ja, das ist so das Grundkonzept. Oh, wer wird denn den Bösewicht spielen? Ich selbst. Regisseur, Produzent und Actor wäre ich. Oh, das wäre krass. Also so budgetfrei schon mal Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth heißt er, glaube ich. Und daraus einen krassen, krassen, coolen Film machen. Mit Explosion. Boah, gute Frage. Aber ich hätte jetzt am Anfang irgendwie so an Katja Krasavice gegen Bibis Beauty Palace gedacht. Ja, und beide hauen sich gegenseitig mit ihren Titten so lange auf die Fresse, bis einer stirbt. Als Film. Nicht in echt, als Film. Anschließend kommt so eine Horde von jungen Leuten rein und hat einer von euch so Mirror gesehen? Nicht Mirror. Heißt der Mirror? Verdammt, wie hieß nochmal diese Netflix-Serie? Dark Mirror? Ja, was mit Mirror? Black Mirror? Ich glaube, Black Mirror heißt sie. Spoiler an dieser zu Staffel 3, 4, irgendwann, auf jeden Fall nach 2. An einer so einer Stelle, ja, ist so eine Frau, die so von Zombies verfolgt wird, also die so einfach nur ein Film und anschließend wird ihr Gehirn immer wieder gelöscht, weil die bestraft wird. Ja, aber auf jeden Fall dieses Studio am Ende. Er kommt ganz auf ein Budget an, ja. Wenn ich halt nicht so viel Budget hätte, dann würde ich da so einen krassen Schauspieler wie Peter Smits engagieren. Wenn ich unendlich viel Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich gerne Christoph Waltz, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch. Haben. Die drei.